Adriana Calado, informando de Brasília, onde ich bin hier in der Aktiv-Sprachschule. Neben mir sitzt Janne Hanniotz. Janne, woher kommst du? Hallo, ich komme aus Uruguay, in Südamerika. Und warum bist du in Deutschland gekommen? Natürlich wegen einer Frau. Ah, okay. Meine Frau wurde auch in Uruguay geboren, aber ihre Familie kommt aus Bayern. Und wie lange bist du schon in Deutschland? Seit fast eineinhalb Jahren. Eineinhalb Jahre. Und du sprichst sehr gut Deutsch. Vielen Dank. Ich muss noch mein Deutsch verbessern, aber ja, ich habe schon in Uruguay ein bisschen gelernt, vor ein paar Jahren. Mhm. Und natürlich vielen Dank, lerne ich ein bisschen mehr hier in München. Okay, hier in der Aktivsprachschule? Ich habe ein paar Kurse besucht, aber bei Kollegen und natürlich hier in Deutschland dazu. Okay. Und was machst du vom Beruf? Ich habe Philosophie und Spanisch als Sprache an der Universität studiert. Und jetzt, dass ich hier in München wohne, ich unterrichte Spanisch bei der Sprachschule in München. Okay, und wie lange dauert dein Kurs normalerweise? Es kommt darauf an, meine Gruppen, die Kurse dauern 3 Monate, einmal in der Woche, aber natürlich, man muss weitermachen. Ja. Okay, und hast du nur deutsche Schüler oder von welcher Nationalität? Am meisten ja, weil hier ist München und ist Deutschland, aber ich habe auch Fremdschule in Unterricht. Ja. Okay, und warum denkst du, dass es wichtig ist, Spanisch zu lernen? Zurzeit, die Antwort ist ein bisschen einfach, weil man in 20 Ländern Spanisch spricht und es gibt verschiedene Gründe, natürlich Arbeit, Urlaub, einfach um eine andere Fremdsprache zu lernen, andere Leute kennenzulernen. Ja. Okay, und wie gefällt dir Deutschland? Deutschland gefällt mir sehr. Ich habe vorher nur Berlin besucht und jetzt wohne ich hier und finde das Leben hier geil. Zum Beispiel, weil es geil für dich? Die Kultur interessiert mich viel, die Geschichte. Und die Architektur und natürlich, was neu Deutschland mir geben kann. Und da gibt es die Unterschiede zwischen Uruguay, Deutschland und Deutschland zum Beispiel? Ich glaube, dass München als eine europäische Stadt ist, wie ich glaube, man hier sagt, ist Multikulti. Okay. Das ist, ja. Ein großer Unterschied in Uruguay. Mehr Verbindung mit anderen Kulturen. Genau. Mhm. Okay. Ja. Trotzdem die Abstammung von vielen Menschen in Uruguay sind aus Europa und anderen Ländern. Mhm. Außer Deutsch kannst du andere Sprachen sprechen? Ja, ich spreche fließend Englisch und ein bisschen Deutsch. Und natürlich meine Muttersprache ist Spanisch, aber ich verstehe auch fast alle romanischen Sprachen, wie Portugiesisch, Französisch. Ich habe in Mallorca gewohnt und ich verstehe viel Mallorquin. Okay, wolltest du zum Schluss etwas noch sagen? Ja, wenn ihr die Gelegenheit Uruguay zu besuchen könnt, ja, natürlich. Ja, das Land ist sehr schön und man kann da viel Spaß haben. In Freizeit, was empfährst du, was kann man hier in München machen? Es gibt viele, viele Möglichkeiten, es gibt viele Museen oder einfach kann man spazieren gehen. Die Stadt ist sehr, sehr schön. Okay, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ne? Vielen Dank, Mariana, wir sehen uns bald. Okay? Bald. Danke euch.